eine Facecam in meinen Videos einblende. Und dazu kann ich nur sagen, hier habt ihr eure Facecam. Jo und willkommen bei einer weiteren Runde Bed Wars mit mir alleine, denn ich habe keine Freunde. Nein. Ja, ich dachte, ich spiele mal eine kurze Runde Bed Wars alleine, denn ich brauche ein Video für Mittwoch. Also, Bed Wars hatte ich jetzt schon ein paar Mal gespielt, war sogar jetzt schon letzten Montag auf meinem Kanal. Also musste ich ja nichts erklären. Das ist natürlich sehr toll. Gut, dann sammeln wir mal das Zeug und währenddessen probiere ich mal, dass ich irgendwas schaffe in diesem Spiel. Und vielleicht noch ein paar Fragen, eine Frage beantworte. Und zwar wurde mir jetzt häufiger die Frage gestellt, ob und wann ich Facecam mache, beziehungsweise eine Facecam in meinen Videos einblende. Und dazu kann ich nur sagen, hier habt ihr eure Facecam. Ich wette 60%, oh nein, 50% haben jetzt geglaubt, hier kommt wirklich was. Nein, kommt natürlich nicht. Also, wahrscheinlich drücken jetzt wirklich 70% nur auf das Video, weil der Facecam im Titel steht. Ich bin ein Schlawiner. Aber ja, das Thema Facecam habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Und ich weiß auch, warum ich keine Facecam benutze. Hat einige Gründe. Erstens, ich habe keine Facecam. Zweitens, ich will mir keine Facecam kaufen. Und drittens, ich hätte nicht mal die Möglichkeit, eine Facecam anzubringen. Denn über meinem Monitor ist so ein komischer Kasten und da sind halt gerade 2 cm, da ist halt 2 cm überall von meinem Monitor. Und egal, wo ich die Facecam hinstellen würde, auf dem Monitor halt, würde man mich nicht sehen. Das heißt, ich hätte eine Schrankcam. Aber wenn ihr so einen Fetisch habt, könnte ich natürlich gerne mal machen. Ich kann mal hier vielleicht ein Foto einblenden. Hier seht ihr meinen Bildschirm und den Schrank. Ja, das wäre dann halt ein bisschen ungünstig. Ich habe schon mal probiert, ich habe eine uralte Webcam zu Hause. Aber die ist echt scheiße, die will ich gar nicht benutzen. Die hat vielleicht 5 FPS, wenn es hochkommt. Und ja, bisschen schwer sich bei dem Spiel noch zu konzentrieren und zu reden gleichzeitig. Aber ich probiere mal, dass ich in die Mitte gehe. Ja, und das ist halt einfach der einfache Grund, warum ich keine Facecam habe, beziehungsweise keine Facecam benutze, weil ich erstens keine habe, beziehungsweise die ich habe, ist uralt und würde auch gar nicht gut, das wäre, glaube ich, gar nicht synchron, weil wenn das Spiel und alles andere 60 FPS hat und die Facecam 10 oder so, dann würde mir das ja gar nichts bringen. Dann wäre es total asynchron. Wow. Haha! Mongo! Ich glaube, ich rush ein bisschen. Oh. Ich glaube, ich rush kein bisschen. Ich rush dahin. Oh. Oh, fuck! Natürlich. Musste passieren. Musste passieren. Die Frage wurde irgendwie häufiger auf Instagram gestellt unter einigen Bildern. Sowas wie halt, warum hast du keine Facecam? Dann vielleicht was Höflicheres eher. Willst du vielleicht irgendwann mal eine Facecam benutzen? Und wenn ja, wann? Also gab es verschiedene Art Typen. Das war ein Fehler. Hier, Spitzhacke. Ich brauche mehr Eisen. Ich glaube, ich rush jetzt wirklich einfach rüber. Ich will mein Schwert. Die ganze Sache in der Kiste. Kiste. So. Und dann tue ich noch zwei hier hin, eine dahin. Und eine dahin. Dann die Kiste dahin. Aber wohin soll ich waschen? Ich glaube, Team Blau sollte jetzt nicht so OP sein. Ich bin Team Gelb. So. Rot könnte ich probieren. Ich glaube sogar. Ich wette, der wird mich jetzt richtig nerven. Okay, gut. Ja, der ist gerade
beschäftigt sich gerade. Wow, nicht springen. Okay, nicht springen. Oh nein. Oh Gott. Lol. Stirb doch. Alter. So. Schnell das Bett abbauen. Oh, ich muss erst regen. So, okay, scheiß drauf. Rush. Sehr geil. Auch wenn sie in die Mitte laufen, sie werden sterben. Oh nein, sie laufen zu mir rüber. Sehr geil. Oh, zwei ausgeschaltet. Ich bin nicht Team Grün. Nein, ich bin nicht Team. Fuck. Einfach mal so behindert gestorben. Aber ich habe ein Bett zerstört und zwei Spieler vom Spiel eliminiert. Ja, yep, das ist scheiße. Okay, ich merke gerade, wir sind so richtig gut am Arsch. So, du kommst mir da nicht weg. Du mein Schlingel, du kleiner Schlingel, du. Du kommst hier nicht weg. Wenn ich sterbe, stirbst du mit mir. Ja, nice. Ich bin zwar auch gestorben, aber scheißegal. Scheißegal. Es geht ums Prinzip. Das war ein Grüner. Das war der letzte Grüne, oder? Ja, das war der letzte Grüne. Sehr geil. Das gefällt mir natürlich. Das gefällt mir so sehr, dass ich mir jetzt gleich einen Helm kaufe und eine Hose. Okay, Alter, ich kann es vielleicht wirklich noch reißen. Okay, dann Team Blau ist das letzte Team. Und einen roten gibt es noch. Und ich sehe gerade, ich baue lieber das bisschen weg. Denn wir sind gerade ziemlich am Arsch. Und wir sollten uns vielleicht ein bisschen equippen. Und der drüben hat nämlich einen Bogen, noch schlimmer. Yep. Wir sind gefickt. Einfach rushen. Wow. Ich bin fast in mein eigenes Loch gesprungen. Aber erstmal essen. Blau ist da drüben. Ah, nein. Der eine. Ah, der eine. Der hat den Bogen. Der hat den Bogen. Der hat damn Skills, though. So. Nein. Fuck. Da, der, oh nein, der baut sich rüber. Nein, okay, sehr geil. Der letzte Rote ist tot. So gut. Wir müssen den Typen da irgendwie down kriegen. Der ist richtig störend. Ja, die haben die Mitte. Glaubt ihr, das lasse ich mir einfach so gefallen? Dass sie die Mitte haben? Nee, nicht mit mir, Kollege. So, ich hole mir mal Schuhe. Und eine bessere Rüstung. Gut. Kommt das alles rein. Und ich laufe rüber. Okay, ich bin fast tot. Okay, ich bin wirklich fast tot. Okay, das ist gerade richtig scheiße. Richtig scheiße. Da oben ist der Typ und da vorne ist der andere Typ. Aber ich habe eine gute Idee. Ich mache den hier. Dann mache ich den hier. Dann mache ich den hier. Und dann laufe ich nicht rüber. Fuck, ich wollte gerade drüber laufen. Nein, der hat unser Bett doch nicht. Schnell rüberlaufen. Schnell rüber. Vielleicht schaffe ich es sogar noch.
Okay, schnell rüber. Boah, es wäre jetzt so geil, wenn ich das schaffen würde. Nein, nein, er equippt. Nein, er equippt sich. Er equippt sich. Nein! Fuck! Fuck! Shit! Das wird nichts mehr. Oh. Oh. Oh, oh. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wo ist denn der Typ? Hä, wo ist der Typ? Egal. Ich laufe einfach rüber. Einfach rüberlaufen, nicht denken, einfach rüberlaufen. Vielleicht mit viel Glück schaffen wir die Runde noch. Mit sehr viel Glück. Nein, bessere Idee. Viel, viel bessere Idee. Nein, ich gehe mal... Fuck my life. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Aber wenn ich hier rüberlaufe, kann ich es vielleicht noch schaffen. Erst durch mir mal das ganze scheiß Eisen. Dann baue ich hier die Brücke ab. Dann laufe ich schnell rüber. Schnell alles holen, was ich brauchen kann. Und auch noch das Eisenschwert. Okay, fuck. Fuck. Okay. Das ist richtig scheiße. Aber ich treffe ihn gerade richtig gut. Ich treffe ihn gerade richtig gut. Ja, nochmal getroffen. Sehr geil. Ich gebe nicht so schnell auf. Okay, ich glaube, ich gebe auf. Oh! Oh! Fuck! Fuck! Verloren. Naja, aber war ein gutes Spiel, muss ich sagen. Hätten wir es ein bisschen länger ausgehalten? Ach, egal. Naja. Es war ein gutes Spiel, muss ich sagen. Ich muss ehrlich zugeben, die haben gut gespielt. Und wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und ciao!